Der Gelbrandkäfer ist einer der größten Wasserkäfer Europas. Hier sehen wir den Lebensraum dieses Geschöpfs. Also die haben jetzt keine allzu großen Ansprüche an die Sauberkeit des Wassers. Der Gelbrandkäfer verbringt den Großteil seines Lebens eben irgendwo in solchen Tümpeln zwischen den Wasserpflanzen, wo er herumschwimmt und herumstöbert, immer auf der Suche nach irgendwas, was er fressen kann, oder auf der Suche nach einem Sexualpartner während der Paarungszeit. Gelbrandkäfer sind Räuber, die Tiere sind sehr gefräßig und fressen so ziemlich alles, was sie irgendwie überwältigen können. Hier sehen wir einen Gelbrandkäfer, der gerade einen kleinen Fisch frisst. Noch extremer als der erwachsene Käfer ist die Larve des Gelbrandkäfers. Auch die Larve ist ein extremer Räuber. So eine Gelbrandkäferlarve kann bis zu 10 cm lang werden. Unter den im Wasser lebenden Insekten wird sie sich wahrscheinlich an der Spitze der Nahrungskette befinden. Mit ihren kräftigen Kiefern packt sie die Beute und verabreicht ihnen einen giftigen Speichel. Dieser Speichel lähmt die Beute und verflüssigt zugleich ihr Gewebe. Anschließend wird die Beute von der Larve ausgesaugt. Der Biss von so einer Gelbrandkäferlarve kann übrigens auch für uns Menschen schmerzhaft werden. Nicht unbedingt, weil der giftige Speichel der Larve gefährlich ist. Der ist nicht gefährlich für uns Menschen. Nein, aber diese Kieferklauen oder diese Mandibeln, die sind zwischen 3 und 5 mm lang. Und die sind auch sehr kräftig. Ja, und dann könnt ihr euch vorstellen, wenn so eine Gelbrandkäferlarve zubeißt, die durchdringt dann auch mühelos die menschliche Haut und das tut dann eben weh. Aber wie gesagt, also gefährlich sind diese Tiere deswegen für uns nicht. Wenn euch der Gelbrandkäfer gefallen hat, wäre es cool, wenn ihr einen Daumen nach oben da lassen könntet. Teilt dieses Video in euren sozialen Netzwerken, damit würdet ihr meinen Kanal unterstützen. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, abonniert jetzt, um zukünftig keine Videos mehr zu verpassen. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.